Schönen Nachmittag noch einmal aus dem Landesmedienzentrum. Heute hat Landeshauptmann Wilfried Hasler am Vormittag bekannt gegeben, wie es in den Quarantänegebieten weitergeht. Und es sind zu den bisherigen Gemeinden in Bongau noch drei Gemeinden dazugekommen. Eine in Altenmarkt und zwei im Pinzgau mit Zell am See und Saalbach. Wir sind jetzt direkt verbunden mit zwei betroffenen Bürgermeistern, mit Bürgermeister Thomas Oberreiter in Flachau und mit Bürgermeister Andreas Wimreuter in Zell am See. Schönen Nachmittag ins Gebirge. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Herr Wimreuter, vielleicht darf ich gleich mit Ihnen beginnen. Es war natürlich eine Nachricht, die, stelle ich mir vor, schwierig ist. Wie geht es in der Gemeinde Zell am See derzeit zu? Beziehungsweise wie nehmen die Bürger die Nachricht auf? Ja, die Entwicklungen der letzten Tage, diese dynamische Entwicklung der Corona-Infizierten war natürlich schon sehr hoch und aus dem Grund stehe ich auch voll hinter den Maßnahmen, die da in Abstimmung mit dem Landeshauptmann bzw. mit dem Bezirkskrisenstab getroffen wurde. Ganz wichtig in so einem Fall steht einfach der Schutz der Bevölkerung im Vordergrund und vor allem auch, dass wir alles daran setzen, dass die Ausbreitung des Coronavirus, die Geschwindigkeit der Ausbreitung, dass die verlangsamt wird. Und aus dem Grund denke ich, dass auch die Bevölkerung hinter diesen Maßnahmen steht. Und ich appelliere auch an die Bevölkerung, dass sie so wie bisher die bereits jetzt getroffenen Anordnungen und Maßnahmen einhalten. Ich denke, das ist ganz wesentlich in dieser Situation. Vielleicht nehmen wir diesen Ball gleich auf und schalten zu Thomas Oberreiter. Herr Bürgermeister, es hat ja vor zwei Wochen doch größere Verunsicherung gegeben, als die Quarantäne für Flachau bekannt wurde. Wie hat sich die Bevölkerung in den vergangenen Tagen auf die neue Situation eingestellt? Also ich darf mal zu sagen, dass unsere Bevölkerung das sehr, sehr gut angenommen hat. Es war zum damaligen Zeitpunkt einfach noch ein wichtiger Schritt zum Schutz unserer Gemeindebürger, aber auch zum Schutz unserer Gäste. Wir haben ja alle Gäste angeschrieben, dass eben an diesem letzten Urlaubswochenende insgesamt waren es drei Fälle bis Dienstag aufgetreten sind und haben darauf hingewiesen, dass dieser Virus auch bei uns in Flachau nicht Halt gemacht hat. Und wir haben schon jetzt in diesen 14 Tagen gemerkt, dass durch diese Quarantäne, dass man noch mehr darauf schaut, dass man die Dinge ernst nimmt, diese Ausgangssperre, sich nicht trifft mit anderen, zu Hause bleibt, im Familienverband bleibt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dass es trotzdem jetzt vermehrt zu positiven Fällen gekommen ist, ist für mich auch darauf zurückzuführen, dass wir in unserer Gemeinde, verstärkt auch durch unseren Hausarzt, sehr, sehr viele Kontrollen durchgeführt haben. Ich habe es zusammengezählt, 240 in etwa Kontrollen wurden gemacht, Testungen wurden gemacht und wenn man viel testet, dann ist auch natürlich der Anteil höher. Und aus diesem Grund haben wir eine ziemlich hohe Anzahl an Infizierten. Aber ich bin jetzt guter Dinge, dass wir die Spitze erreicht haben und dass sich bei uns das jetzt konsolidieren wird und dass wir dann wirklich dazu beitragen, dass von uns, also von unserer Gemeinde aus, dann dieser Virus nicht mehr weiter verbreitet wird und wir das eindämmen können. Und wie gesagt, von der Bevölkerung wird das bis dato sehr, sehr gut angenommen. Ich bin guter Dinge, dass auch die nächsten 14 Tage in unserem Ort sehr, sehr gut zu bewältigen sein werden. Vielleicht hier noch eine Frage gleich dazu. Wir berichten ja immer, dass die Versorgung sichergestellt ist. Wie funktioniert das, wenn eine Gemeinde unter Quarantäne gestellt ist? Hat das in den vergangenen Tagen auch immer funktioniert, die Lebensmittelversorgung, die ärztliche Versorgung? Ja, wir haben drei Lebensmittelgeschäfte, die sehr gut funktionieren, Öffnungszeiten beibehalten haben und ja, wir haben hier alles einkaufen können, was wir brauchen. Wir haben, wie gesagt, einen großartigen Arzt, den Dr. Breitfuß mit seinem Team, der hier hervorragende Arbeit gemacht hat, rund um die Uhr zur Verfügung steht und wie gesagt, dahinter war, dass wir hier ganz offen mit dem Thema Corona umgehen und darum auch so viele Testungen durchgeführt wurden. Also die Versorgung hat bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Alle jene Gemeindebürger, die hinaus mussten, systemrelevant, zum Beispiel Bedienstete von Krankenhaus Schwarzach,
oder Angestellte von einem von Geschäften, die sind selbstverständlich hinausgefahren, da war kein Problem. Ja, es hat keine Probleme gegeben, brauche ich mir zu sagen. Das ist natürlich auch eine spannende Nachricht für die Gemeinden, die jetzt neu betroffen sind. Wenn wir hier wieder nach Zell am See gehen, Zell am See ist ja für den Pinzgau ein wichtiger Knotenpunkt. Dort laufen quasi alle Fäden und auch Verkehrswege zusammen. Das ist auch eine große logistische Herausforderung jetzt, oder? Ja, uns war es ganz besonders wichtig, auch in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft, dass der Durchzugsverkehr durch Zell am See ungehindert möglich ist. Und das heißt, der Schmittentunnel, die Durchfahrt durch den Schmittentunnel ist möglich, aber auch der Durchzugsverkehr über die B168 und die B311. Da können die Menschen durchfahren durch Zell am See, natürlich aufenthaltslos, ohne dass sie aus dem Auto aussteigen. Aber dadurch ist jetzt hier in Zell am See kein Nadelöhr entstanden, sondern ganz im Gegenteil ist diese Durchfahrtsmöglichkeit gegeben. Und das ist auch wichtig für die medizinische Versorgung im Bezirk. Das ist auch wichtig für die Versorgung mit Lebensmitteln im Bezirk und in Zell am See. Und ich darf der Bevölkerung eine Botschaft vermitteln, dass auch wenn jetzt Zell am See diese Verkehrsbeschränkungsmaßnahmen, diese Quarantäne vor Ort bekommen hat, dass auf alle Fälle eine Versorgungssicherheit in allen wichtigen Bereichen des Lebens gegeben ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist natürlich auch, in Zell am See ist ja auch das Dauernklinikum beheimatet, ein wichtiger Stützpunkt auch in den nächsten Wochen für die Versorgung. Herr Bürgermeister, wie erleben Sie die Zusammenarbeit derzeit zwischen Spitälern, Einsatzorganisationen, Behörden vor Ort? Ja, ich möchte die Gelegenheit benutzen, um mir mal dort bei allen zu bedanken, die im Bezirkskrisenstab sitzen. Das sind alle Blaulichtorganisationen, aber natürlich auch die Behörde, die Bezirkshauptmannschaft Zell am See und die kollegiale Führung des Dauernklinikums. Hier wird eine hervorragende Arbeit geleistet, fast rund um die Uhr. Und auch die Kooperation mit uns betroffenen Gemeinden funktioniert hier ganz hervorragend. Also trotz der gesamten Krisensituation ein doch optimistisches oder zuversichtliches Bild hier aus Zell am See. Vielleicht noch einmal kurz zu Thomas Oberreiter. Dort hat es ja heute die Verschärfung der Maßnahmen gegeben. Es sind ja jetzt wirklich nur mehr lebensnotwendige Fahrten aus und nach Flachau möglich. Wie haben Sie das heute den Bürgern kommuniziert? Beziehungsweise was hat sich eigentlich in Ihrem Alltag verändert? Ja, ich glaube, es wird sich nicht großartig etwas ändern. Ich habe heute natürlich nur telefoniert und ich die Aussendung hinausgeschickt und wir informieren unsere Bevölkerung dahingehend. Wie gesagt, es wird sich großartig nichts ändern. Es dürfen gewisse Betriebe jetzt nicht mehr aufsperren, die in der vergangenen 2 Wochen noch gearbeitet haben. Das ist für diese Firmen natürlich schon ein Problem, aber das Verständnis ist irgendwo auch da. Ich hoffe, dass es hier zu keinen wirtschaftlichen Schäden kommt, aber wir werden auch da mithelfen bzw. versuchen, diesen Firmen zu helfen. Aber wie gesagt, alles andere, Grundversorgung, Einkaufen, Arzt und so weiter, wird nach wie vor funktionieren, das weiß ich. Und ich darf auch unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger um das Verständnis ersuchen, dass diese 14 Tage einfach noch notwendig sind, damit wir die alles tun, damit diese Krankheit sich nicht weiter verbreitet. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben das von Anfang auch so mitgetragen. Und tragen wir diesen, glaube ich, richtigen und wichtigen Schritt weiterhin sehr, sehr gut mit. Ich darf mich bei Ihnen beiden bedanken, dass es möglich war, am heutigen Tag hier diese Verbindung herzustellen und dass Sie sich Zeit genommen haben. Ihnen und Ihren Bürgern natürlich alles Gute und danke in den Pinzgau und in den Baumgau an dieser Stelle. Dankeschön, alles Gute nach Salzburg. Alles Gute und gesund bleiben. Genau, gesund bleiben ist natürlich in diesen Tagen das Wichtigste für Sie auch zu Hause, nicht nur in den Quarantänegemeinden, sondern im gesamten Bundesland, im gesamten Bundesgebiet gelten die Ausgangsbeschränkungen. Halten Sie sich daran, nur so kann man diesem Virus und vor allem der Ausbreitung entgegenwirken. Richtiges Verhalten schützt in diesen Tagen Leben. Auf www.salzburg.gv.at können Sie alle Informationen laufend mitverfolgen. Auch in den Gemeinden, auf den Internetseiten der Kommunen finden Sie, was sich
vor Ort gerade zuträgt. Bleiben Sie informiert und bleiben Sie vor allem, wenn es irgendwie geht, zu Hause.